Ich habe gerade eben die letzte Frage gehört gehabt, das an die Schamanen hier gerichtet wurde, was eigentlich das verbindende Element ist zwischen denen, die hier gesessen ist, oder wie sie sich miteinander verbinden können. Und meine spontane Antwort, wäre ich jetzt hier oben gesessen, wäre gewesen, dass es die Pflanzen sind, die sie alle miteinander verbinden. Paracelsus hat einmal gesagt über die Pflanzen, in ihnen wohnt der grüne Geist, das ist das Leben. Und wenn wir uns mit den Pflanzengeistern verbinden, dann ist es universell. Das gilt auf der ganzen Welt. Wenn die Pflanzen ausatmen, atmen wir ein. Atmen wir aus, atmet die Pflanzenwelt ein. Wir stehen in fortlaufender, hoher geistiger Verbindung mit der Pflanzenwelt. Und wenn ich mir heute anschaue, wie wir eigentlich mit Pflanzen umgehen, denkt nur gerade an die Diskussion über Glyphosat, es ist atemberaubend, wie sehr dieser grüne Geist missachtet wird. Und ich denke mal, so eine Veranstaltung dient auch dazu, dieses Leben, diesen grünen Geist wieder zu huldigen und hier eigentlich auch diese Idee wieder hineinzubringen. Es kann keine Heilkunst geben ohne Verehrung der Natur. Das geht nicht. Dieses ist einfach eine Einheit. Und heute, wenn wir anschauen, wie Phytotherapie gemacht wird in unserer Gesellschaft, dann ist das evidenzbasierte, rationale Phytotherapie auf Wirkstoffen basierend. Tolle Sache. Mit Sicherheit ist es sehr gut, dass man sich darin auskennt, wenn man heutzutage Therapeut ist. Aber es gibt eine andere Ebene, über die ich heute referieren möchte in diesem Vortrag, nämlich über den Zauber, der in der Pflanzenwelt innewohnt und vor allem auch, wie das Volk heute noch Pflanzen nutzt. Das Brauchtum. Das Brauchtum ist nach wie vor ein Schlüssel in eine alte Welt, in eine ganz alte Sichtweise hinein. Und ich glaube, es würde uns sehr gut tun, wenn wir therapeutisch nicht nur Holunder einsetzen würden als schweißtreibenden Tee, sondern als Botschaft von Frau Holle. Wenn wir den Weißdorn einsetzen, nicht nur den Weißdorn als Herz-Kreislauf-Pflanze betrachten, sondern als die gute Fee und als Merlin, der im Weißdorn zu Hause ist. Und in der Tat überlege ich mir immer, wenn die Patienten vor mir sitzen, dann überlege ich mir immer, welche geistige Botschaft aus der Pflanzenwelt fehlt ihnen eigentlich? Welcher Pflanzengeist kann ihnen jetzt helfen in dieser schwierigen Situation? Und man kann sich vorstellen, dass niemand in die Praxis kommt, weil es lustig ist, sondern weil er ein Bedürfnis hat und weil er durchaus an eine Grenze, an eine Not gekommen ist. Not gibt es aber auf ganz viele verschiedene Weise. Not kann es auch sein, wenn zum Beispiel ein Streitgeist im Haus ist. Not kann auch sein, dass eine ansteckende Krankheit ins Haus gekommen ist und die Bewohner oder das Vieh in Mitleidenschaft zieht. Und hier hat das Volk immer schon den Zauber der Pflanzenwelt genutzt, um Friedfertigkeit und Gesundheit ins Haus zu holen. Und darüber möchte ich zuerst mit euch reden und euch ein paar Bilder in diese Richtung zeigen. Auf diesem Bild hier sieht man ein magisches Pflanzengesteck. Wir sehen hier das, was gerade eben im Großen war, hier jetzt nochmal aus der Nähe. Das Bild habe ich aufgenommen im Avignatal im Finchgau, im schönen Finchgau in Südtirol. Sieht man noch wesentlich sehr viele Brauchtumsfaktoren an der Tür im Haus. Und das hier ist an einer Stalltür. Wir kennen dann ja auch den Almabtrieb, wenn die Kühe geschmückt werden. Und man weiß ja allgemein, die Kühe werden nur geschmückt, wenn es keinen Unfall auf der Alm gegeben hat. Ansonsten gehen sie ohne die schönen Schmuck hinab. Und das hier wird dann auch später, diese Pflanzen werden dann auch später für den Almabtrieb genutzt. Wir sehen immergrüne Pflanzen. Genau das ist eines der Kriterien dieser Pflanzen. Sie sind immergrün, also ist das grüne Leben immer in ihnen enthalten. Also hat man ein besonderes Augenmerk auf diese Art Pflanzen gelegt. Und wenn man sich überlegt, es gibt so viele Lebenssituationen, in denen man das Gefühl hat, das Leben weicht aus einem hinaus, die Kälte zieht hinein, die Krankheit kommt, die Dunkelheit kommt in einen hinein, Krankheit immer gleich Dunkelheit, dann trägt diese Pflanzengruppe, die immergrünen, trägt dieses Licht, den Lichtimpuls in sich und schenkt ihn uns 12 Monate im Jahr. Deswegen also hier die Föhren sind dabei, es ist Wacholder dabei und in der Mitte sehen wir noch eine weitere wichtige Pflanze, die Silberdistel.